Und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Remnant. Ja, sorry, das wollte ich mir gerade nicht nehmen lassen, weil das hat gerade so super klasse gepasst mit dem dicken Yama da im Vordergrund. Irgendwie ist Royozia inzwischen das, was ehemals Valterossa für uns war, wenn man mal rückblickend sich anschaut, von wo ich immer meine ganzen neuen Parts starte. Auf jeden Fall kann es sein, dass wir jetzt vielleicht in diesem Part schon eine neue Stadt kennenlernen, die Royozias Rolle dann übernimmt. Wir haben nämlich im letzten Part Melfina freigeschaltet und gemein wie ich bin, habe ich diese Stadt noch nicht betreten, sondern euch nur angekündigt, wie wunderhübsch diese Stadt ist und wie toll und wie wunderprächtig und überhaupt. Und jetzt wollen wir uns die doch mal genauer anschauen. Wir haben viel gekämpft in den letzten Folgen und Melfina wird eine willkommene Abwechslung für uns bieten, ist, glaube ich, auch etwas größer als Royozia. Ja, und ihr seht schon, eine designmäßig etwas konträre, visuell dargestellte Variante von Royozia. Sehr naturbelassen, schön unter freiem Himmel. Und ja, ich finde die so auf ihre eigene malerische Art und Weise echt hübsch. Auch die Musik gefällt mir hier besser als in Royozia. Und wir schauen mal, was die Melfiana, ich weiß gar nicht, wie man die aussprechen oder ansprechen soll oder wie man das Volk hier bezeichnen soll. Auf jeden Fall schauen wir mal, ob die Leute hier genauso feuchtfröhlich sind, wie das Design vermuten lässt. Energischer City. Willkommen in Melfina, der Stadt der Gelehrten. Dies ist die Kobalt Plaza. Atmet klare Luft ein. Die fließenden Sphären, das ist das Artefakt Blauelf. Es stärkt den Geist der Leute und wehrt böse Seelen ab. Es ist das reinste aller Artefakte. Oh ja, und ich glaube, das könnte vielleicht sogar das Schönste werden, aber vielleicht auch das Unspektakulärste, wenn es das schon ist, was wir hier sehen. Na egal. So, okay, wir sind jetzt also auf dem Kobalt Plaza und das Artefakt von Melfina heißt Blauelf. Alles klar, gleich im ersten Gespräch was gelernt. Vorwitziges Kind. Schaut euch diesen Blumengarten an. Seht ihr, wie die Blätter diese wunderschönen Blumen zu beschützen scheinen? Ganz wie der Orden und die Jungfern. Ein Ritter schwört, eine Jungfer mit seinem Leben zu beschützen, bis der Tod sie scheidet. Sie geloben zudem gegenseitig ihre Keuschheit zu bewachen. Oh, vielleicht seid ihr noch nicht so weit, dies zu hören. Naja, eigentlich finde ich das ganz beeindruckend, was du als kleiner Knirps schon weißt. Schaut euch diesen Blumengarten an. Seht ihr, wie die Blätter diese wunderschönen Blumen zu beschützen scheinen? Ganz wie der Orden und die Jungfern. Ach so, hatten wir das schon mal? Ach, keine Ahnung. Wartet mal. Mal kurz gucken. Ja, doch. Nee. Ich glaube, der hat vorhin irgendwie anders angefangen, aber mein Kurzzeitgedächtnis schlägt hier wieder zu, direkt zu Beginn. Tante Shinos Items. So, hier haben wir auf den ersten Blick nichts. Doch, ich wollte gerade sagen, hier haben wir auf den ersten Blick nichts, was wir nicht schon hätten. Aber Werkzeuge eines Waldläufers sind komplett neu. Das hatten wir bis dato noch nicht in irgendeiner Stadt gefunden. Ja, ich gucke gleich mal, ob ich was davon kaufe. Ich möchte zuerst die ganzen Heil-Items mal wieder voll kaufen. Seht ihr, das hätte ich nämlich fast vergessen. Normalerweise mache ich das immer, bevor ich hier mit den Aufnahmen starte, also offline. Aber das kann ich ja jetzt ruhig mal voll kaufen. Denn ein bisschen was an Heilung haben wir ja gebraucht im Nebelmoor zuletzt. Und ja, ich weiß gar nicht, solche Geschichten hier, habe ich die auch immer voll gekauft? Ich glaube nicht. Ich habe übrigens, bevor ich jetzt diese Stadt hier betreten habe, beziehungsweise bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich mir mal angeguckt, was wir momentan beim Schmied so alles basteln können. Da wir ja einiges an neuen Komponenten jetzt mit uns oder aufgesammelt haben in den letzten Folgen. Und ich bin eigentlich kurz davor, richtig gute neue Waffen auch für Rush zu beschaffen. Und das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis uns das gelingen wird, hoffe ich mal. Also im Grunde genommen könnte ich jetzt schon eine bessere Waffe für ihn kaufen. Allerdings gibt es noch bessere, die nicht weit entfernt sind. Deswegen bin ich da jetzt erstmal ein bisschen gierig und warte da erstmal ab, bis ich was noch Besseres kriegen kann. So, was auch immer dieses... Oh, Buch der Erinnerung.
Ich glaube, wir haben das erste Teil für Jürgen gefunden. Jürgen aus Balterossa, wir erinnern uns, zurück im Café Mondstaub. Der gute Mann, der wartet immer noch darauf, dass wir ihm irgendwelche Teile bringen, die ihn an seine, die ihm sein Gedächtnis und seine Erinnerungen wieder zurückbringen. Nolnos Rüstungen. Oh, okay. Oh, okay. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden, denn wir sehen... Achso, das ist aber ein Zweihänder, dieser Rittersäbel. Das sehen wir daran, dass wenn ich hier unten, mittig links, hier umswitche, dann wird mir angezeigt im Bereich Nebenhand, dass das in der Haupthand liegen muss. Oder dieses muss in der Haupthand sein, ist ein Indiz dafür, dass es sich hier um einen Zweihänder handelt. Ansonsten würde uns hier in der Nebenhand unser Schild angezeigt werden, den wir mit uns tragen. Und ja, das werde ich mir dann eventuell mal genauer angucken, denn diese beiden Waffen sind natürlich höchst interessant, auch wenn das Zweihänder sind, aber die sind, ja, die erhöhen das trotzdem auf ziemlich beträchtliche Art und Weise, finde ich. Aber gut, das mache ich dann offline irgendwann und muss dann mal wieder abwägen und gucken, um wie viele Punkte sich bestimmte Werte genauer erhöhen, pipapo. Quinns Werkstätte. Ja, hier kann ich euch ja mal kurz zeigen, was ich gerade schon gesagt habe. Also die Waffe, die Rush momentan nutzt, die können wir noch nicht upgraden. Da fehlen uns noch ein paar Komponenten. Allerdings wird das hier sehr interessant, denn schaut mal, diese Geschichte hier, diese Waffe, diese Libelle, die so überaus teuer ist, für die fehlt uns nur noch ein zerfetztes Dokument. Ja, und ich habe jetzt, ich hätte im Grunde genommen, hätte ich auch im Internet mal nachschlagen können, wie wir an dieses Dokument kommen. Aber ich glaube, das haben wir in dem einen oder anderen Dungeon einfach so schon gefunden. Also das war, glaube ich, immer an irgendwelchen Grabungspunkten. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir das irgendwann nochmal einfach so finden. Ja, und das ist echt schön, oder? Habe ich zu viel versprochen? Ich hatte das schon mal gesagt, ich glaube, das war in Dilmor gewesen, dass ich den Himmel hier auch so unglaublich toll finde in diesem Spiel. Und das... Ah! Guckt mal, wie der Xiti, der übrigens eine sehr interessante Kopfbedeckung hat, wie der hier auf diesem... Ja, auf diesem Mauergerüstteil steht, ja, total knuffig. Junger Melfina-Ritter. Der Orden von Melfina ist wie ein Schild, der die Stadt vor Monstern beschützt. Unser Anführer, Herr Roberto, ist ein strenger Mann, aber ich fühle mich geehrt, an seiner Seite kämpfen zu dürfen. Den werden wir mit Sicherheit noch kennenlernen. Roberto sagt mir sogar was. Ich glaube, diesen besagten Herr Roberto, den werden wir irgendwann sogar mal engagieren oder anheuern können. Ja, wir können uns ja hier jetzt gleich mal in der Gilde umgucken. Beziehungsweise die Gilde angucken, wollte ich zuerst sagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nach dem Nebelmoor sind wir gar nicht wieder in der Gilde gewesen. Ich könnte mich da aber auch täuschen. Verträumtes Mädchen. Erinnert ihr euch an den Sumpf, den ihr auf dem Weg hierher passiert habt? Das ist das Nebelmoor, der Ort, an dem wir Waldjungfern Rituale des Gebets an das letzte Blatt durchführen. Der Orden von Melfina beschützt uns vor Monsterattacken, während wir beten. Es ist alles so romantisch. Das klingt irgendwie minimal sektenmäßig. Ja, aber an diesen Sumpf erinnere ich mich sehr, sehr gut. Der hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das ist, glaube ich, für mich persönlich bisher einer der coolsten Dungeons, die wir bisher hier so aufgesucht oder angetroffen haben hier in diesem Spiel. Geografie erfahrener Ritter. So, so. Wart ihr schon in Siebenbohr, der Höhle im Süden? Das ist ein beliebter Ort für Forscher, da dort besonders seltene Arten von Pflanzen wachsen. Es gibt da sogar einen Wissenschaftler, der ein neues Heilmittel mit Hilfe besagter Pflanzen entwickelt. Das Interessante an diesem Spiel ist ja, aber das ist auch in vielen anderen Rollenspielen der Fall, dass immer wenn uns die Stadtbewohner von solchen Orten erzählen oder auch von Personen erzählen, dann ist das gar nicht so irrelevant, denn irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir genau diese Orte auch aufsuchen, beziehungsweise mit diesen Personen mal zu die Möglichkeit bekommen zu sprechen. So, und hier haben wir jetzt eine neue Einheit, die wir anheuern können. Sie kämpft mit zwei Einhändern, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ich guck mal eben ganz kurz, was für Künste derjenige beherrscht. Oh, okay, also die Kampftechnik ist auf jeden Fall eine sehr interessante. Es ist, glaube ich, diese Zweihandkampftechnik, also dieses zwei Waffen
System ist, glaube ich, identisch mit dem Torgal auch jetzt schon eine Weile kämpft. Ja, muss ich mir mal etwas genauer angucken. So, Gildenaufträge. Nee, auch hier haben wir jetzt erstmal nichts Neues. Ja, nö, ist auch nichts Neues hinzugekommen. Aber gut, wir sind ja auch hauptstory-technisch schon eine Weile nicht mehr weiter vorangeschritten. Aber ich denke mal, so viel werden wir auch nicht mehr hier erledigen, bis ich dann irgendwann auch nach Nagapur reisen werde. Aber wir gucken mal oder wir warten mal erstmal ab, was Melfina noch für Nebenquests für uns bietet. Aufrichtige Waldjungfer. Wir Waldjungfern beten zum letzten Blatt, dem göttlichen Artefakt, welches das Nebelmoor beschützt. Ein Routine-Gebetsritual sorgt für die Stärkung des Schutzsiegels dort, aber es scheint in letzter Zeit schwächer geworden zu sein. Es gibt viele Organisationen, die das Artefakt nur zu gerne in die Finger bekämen, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Der Orden von Melfina steht uns zur Seite. Ja, das ist wohl der Inbegriff dessen, wenn man immer davon spricht, dass Glaube irgendwie Kraft beschert. Ja, diese Waldjungfern scheinen auf jeden Fall ziemlich religiös veranlagt zu sein. Aber gut, sollen sie machen. Wer weiß, ob wir nicht vielleicht irgendwann nochmal von einer davon profitieren werden. In welcher Form auch immer. So, und hier haben wir wieder die gute Emmy, die sich offensichtlich hier für das Obst und Gemüse interessiert an diesem Stand. Wo man hier gerade übrigens super einfach irgendwas klauen könnte, denn weit und breit ist hier kein Verkäufer zu sehen. Guck mal, die steht mit dem Rücken zu uns. Ich hoffe, dass sie jetzt keine Quest für uns hat. Emmy, enttäusch mich nicht. Du bist noch immer auf der Suche nach deiner Schwester, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal einen Sinn hat, weil sie hat immer diese rote Blubbelblase über ihrem Kopf. Vielleicht lässt sie irgendwann ja mal eine Nebenquest für uns los, wenn wir jedes Mal mit ihr sprechen. Silvias Komponenten. Silvia, du hast ein ziemlich weitläufiges Sortiment, wenn ich das hier richtig sehe. Schaut mal, destilliertes Wasser ist gar nicht so wertvoll. Das kann man ja hier auch kaufen. Und dieser antike Topf genauso. Ich hätte mich ja irgendwie gefreut, wenn wir hier mal ein zerfetztes Dokument kaufen könnten, ne? Damit wir uns diese neue Waffe da mal zulegen könnten. Aber vielleicht kommt das ja irgendwo anders noch. So bin ich hier schon gewesen. Ja, Quinns Werkstätte, da waren wir schon. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier führt eine Treppe rauf. Da sind wir aber schon gewesen. Genau, da sind wir im Grunde genommen sogar gerade hergekommen. Hier haben wir die Bar und hier haben wir noch Ninos Mysterien. Mit ganz vielen Waffen, die aber zumindest, wenn man sich die Preisklasse anschaut, alle erstmal nicht so toll oder nicht so stark auf mich wirken. Die sind auch alle für Xikis. Guck mal da links, da wo so blau eingefärbt Xiki steht. Wenn ich jetzt ja immer runterscrolle, dann ändert sich das nicht. Das sind also alles ausschließlich Xiki-Waffen. Wartet mal, haben wir eigentlich noch Gegner, die wir verkaufen können? Ich glaube, das haben wir im letzten Part gemacht, ne? Ja. Das haben wir schon erledigt. Fleißig, wie wir sind, gibt es hier diesbezüglich nichts mehr für uns zu tun. Und meine Güte, also wenn es hier nicht noch irgendwelche anderen Bezirke gibt, dann sind wir mit Melfina auch durch, sobald wir hier die Bar betreten haben. Der bibbernde Bach. So hieß diese Kneipe hier. Ein sehr passender Name, wenn man sich mal anguckt, wie diese Stadt hier insgesamt aufgebaut ist. So, wir haben, wenn ich das jetzt hier richtig überschaue, zwei Questgeber und nur ein Stockwerk. Das ist also klein und überschaubar. Letizias Bewunderer. Wer ist denn Letizia? Ich wette. Ich habe nichts gemacht. Oh, Pagus. Ich kenne diesen Feinxiti, dieser vorstehende Rücken, die Lachfalten um die Augen. Ach so, oh, das war gar nicht Pagus, der das gesagt hat. Ich dachte vielleicht, dass Pagus jetzt den Barkeeper oder so meint. Pagus, bist du das? Ach doch, ist auch ein Xiti. Ah, wie knuffig. Oh, Maddox, nicht wahr? Maddox, du liebe Zeit, wie lange ist das jetzt her? Meiner Treu. Was macht Cela Palais, berühmter General, hier draußen? Obwohl, ich habe gehört, du bist nun im Ruhestand und ein ziemlicher Einsiedler geworden. Nun, das Leben birgt viele Überraschungen, weißt du, was viel wichtiger ist, Pagus. Irgendwie hat mir da gerade ein Fragezeichen gefehlt. Hast du das von Sibai gehört? Anscheinend hat er etwas entdeckt, das so unglaublich ist, dass du deinen Ohren nicht trauen wirst. Werde ich nicht? Nein, das kann nicht. Es ist
Die Arco Iris, das berühmte Artefakt, das wunderbar machen können soll. Gute Güte, wir haben ewig danach gesucht. Meiner treu und die Geschichten, die es umgeben. Vor hunderten von Jahren wurde es von dem berühmten Herzog Gulahi entdeckt, gerade als... Hallo? Ich hab gar nicht gedrückt. Okay, das müsst ihr jetzt leider selber lesen. Ich drück gerade nichts, das geht automatisch. Und letzten Endes hat Sibai sie wirklich gesehen? Er hat die Arco Iris mit seinen eigenen Augen gesehen? Das behauptet er zumindest. Ich möchte jedoch gerne Einzelheiten erfahren, wie dies alles vonstatten ging. Sibal hat anscheinend ein Ausgrabungsteam in Royozia geleitet. Sobald ich eine Weile Zeit habe, habe ich vor, ihm selber ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Das antike Artefakt der Legende, die Arco Iris, es existiert also tatsächlich. Gute Güte, ich habe die alten Schmetterlinge im Bauch. So habe ich mich seit Jahren nicht gefühlt. Sobald ich kann, werde ich Sibal sicherlich besuchen. Ja, fand ich jetzt eigentlich ganz interessant, aber ein bisschen doof, dass als Maddox gesprochen hat, dass die Texte da automatisch weiter vorangeschritten sind. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich hinterhergekommen. Gut, das heißt, ich glaube, wir haben jetzt unseren Nebenquest-Counter gerade eben auf 3 erhöht. Ja, und Letizias Bewunderer, ich habe vorhin, wollte ich erstmal mutmaßen, dass Letizia vielleicht eine der Bardamen hier ist, insofern das überhaupt Bardamen sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ja Xitis sind. Aber nee, wir quatschen einfach mal mit ihm und horchen mal nach. Kennt ihr die Waldjungfer Letizia? Sie ist so schön und zart wie eine Blume. Wenn ich doch nur ihr Ritter sein könnte, ich würde sie beschützen, solange ich lebe. Ich würde alles tun, um mit ihr reden zu können. Ich wusste nicht, was dagegen spricht, sie mal anzuquatschen. Also ich weiß ja nicht, ob die Waldjungfern hier unansprechbar sind oder ob irgendwie man verflucht wird, sobald man das Wort mit denen wechselt. Aber hey, Kumpel, was spricht denn dagegen? Ich weiß nicht mal, ob ich sie kenne, guter Mann. Wir haben zwar mit einigen gesprochen, aber die haben sich bisher nicht als Letizia zu erkennen gegeben. Unerfahrener Xiti. Es wird gemunkelt, dass der Imperator an einem bestimmten Moor seine Macht eingesetzt hat, um den Eingang in eine andere Welt zu versiegeln. Was hat es damit auf sich? Das wisst ihr nicht. Der Imperator hat alle gefährlichen Dinge in der Welt versiegelt. Ihr wisst aber auch alles. Ja, die beiden verstehen sich. Sagst du noch was Neues? Nein. Okay. Ist trotzdem wichtig, dass wir hier mit denen sprechen. Es wäre nämlich nicht das erste Mal, dass wir durch ein Gespräch mit einem der Barkeeper einen neuen Ort auf der Karte freigeschaltet bekommen. Willkommen im Bebandenbach. Oh, das ist aber freundlich. Sagst du auch noch was anderes? Nö. Einfach nur die ganz übliche Welcome-Floskel. Romantischer Ritter. Oh, diese Stadt, die ist aber echt überbevölkert von Xiti. Das ist so eine richtige, ja, so eine richtige Xiti-Stadt irgendwie. Vielleicht mag ich die auch deshalb so gerne. Ich trainiere jeden Tag, um ein großer Ritter zu werden. Jedoch bin ich noch immer auf der Suche nach einer Jungfer. Ich frage mich, ob ich sie jemals finden werde. Oh, du armer kleiner Xiti-Schatz. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit bekomme, dich in diesem Spiel zu verkuppeln, dann gebe ich mir Mühe. Aber guck mal, hier sitzt doch eine mit dir am Tisch. Quatsch die doch mal an, hm? Naja, okay, sie unterhält sich wahrscheinlich gerade mit diesem komischen McGrady-Verschnitt hier. Okay, wir haben jetzt hier 3 Leute. Mit wem quatschen wir zuerst? Mit dem guten Pagus oder mit dem Ritter von Melfina? Oder mit dem weißen Xiti? Die weißen Xitis sehen irgendwie gruselig aus. Guck mal, ich glaube, so einen habe ich schon mal irgendwo gesehen, weil die so eine gruseligen roten Augen haben. Die haben so ein richtiges clownsähnliches Gesicht. Das finde ich dann irgendwie nicht mehr so schnucklig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich würde jetzt fast vorschlagen, dass wir zuerst mal mit Pagus quatschen und gucken, was er so auf dem Herzen hat. Hallo Rush, Maddox ist dein alter Studienkamerad. Vor Jahren trafen wir und noch jemand Sibal uns in einem Seminar über das Studium antiker Zivilisationen. Damals waren wir 3 besessen von alten Legenden, besonders jenen, die von der Arco Iris handelten. Das ist ein berühmtes Artefakt, von dem behauptet wird, es habe den Bewohnern der alten Königreiche Wunder gewährt. Und gerade eben behauptet Maddox, dass Sibal den Volltreffer gelandet hat.
Das Artefakt, das so stark ist, dass es Wunder wirken kann, es mit meinen eigenen Augen zu sehen, war mein Traum, seit ich ein Student war. Rush, ich sehe ein, dass dies der törichte Wunschtraum eines alten Mannes ist, aber ich habe eine Bitte an dich, wenn du Zeit hast. Würdest du mit mir kommen, um Sibyl aufzusuchen? Mir ist nämlich gerade eingefallen, ich habe jetzt vergessen zu gucken, ob wir in Melfina nicht noch andere Bezirke haben. Das ärgert mich gerade ein bisschen, das werde ich dann gegebenenfalls nachholen müssen. Hört sich cool an, wir sind erstmal dabei. Danke, Junge, ich bin dir sehr verbunden. Sibyl befindet sich in der Bergbauhauptstadt Royotia, südlich der großen Wüste. Okay. Gute Güte, ich habe Sibyl seit Jahren nicht gesehen. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Schulmädchen. Heißt das... Ach so, hä? Okay, verstehe ich nicht. Müssen wir jetzt nach Royotia reisen, um ihn da wieder anzutreffen? Ich quatsch mal nochmal mit ihm. Sibyl befindet sich... Okay. Alles klar, das heißt, wir werden da wahrscheinlich nicht in Sibyl antreffen müssen. Das heißt, eigentlich passt mir das ganz gut in den Kram. Denn so kann ich mir mal anschauen, ob wir in Melfina nicht noch ein paar... andere Bezirke haben. Palast von Melfina, eine bescheidene Burg in der Natur erbaut. Die Residenz des Lords von Melfina. So, und der Kobalt Plaza. Die Straßen dieser Stadt bestehen aus hölzernen Planken. Diese Besonderheit unterstreicht ihre Isolation von anderen Gegenden. Ja, und auch diese Ansicht, also diese Gesamtübersicht von Melfina ist auch wirklich so bezaubernd. Aber ich stehe ja sowieso total auf solche naturbelassenen Dörfer und Städte generell in allen Rollenspielen, nicht nur hier. Oh. Der Palast ist aber auch echt schön. Ja, wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich hier so beeindruckt bin, weil Royotia ja mal so überhaupt gar nicht meinem Geschmack entsprach. Mal abgesehen davon, dass ich das Artefakt dort unglaublich hübsch fand. Marsha. Willkommen, Wanderer. Ich bin Marsha, die Anführerin der Waldjungfern. Mhm. Okay, Marsha, und wer bist du? Ach, du bist Roberto. Alles klar, von dir habe ich schon mal was gehört. Ich bin Roberto, Kommandant des Ordens von Melfina. Sucht mich auf, wenn ihr je daran interessiert sein solltet, euch uns anzuschließen. Ja, bin ich. Und nun? Ja, ich hab dich aufgesucht. Und nun weiter? Hallo? Klär mich auf, wie es weitergeht. Ich bin verwirrt. Was hat der denn für einen komischen leuchtenden Stab? So einen will ich auch. Hallo, ich bin auch Magier. Ich war auch so ein Stab. Wo kriegt man den her? Bestimmt kann ich den schon längst kaufen und weiß nur nicht, wie cool der eigentlich aussieht. Ja, ich nenne dich einfach mal Ole. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, altes Haus. Lass uns so tun, als ob wir Kumpel wären, bitte. Ich bin Lord von Melfina. Willkommen. Unsere Stadt mag klein und abgelegen sein, aber für akademische oder mystische Studien gibt es keinen besseren Ort auf dem Kontinent. Ah ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt, ob ich da jetzt wieder versuche starten soll, den Namen korrekt auszusprechen. Aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so oder so mich nur blamieren kann, nur scheitern kann in dem Versuch, die richtige Aussprache zu finden. Und ja, ich denke mal, bevor wir nach Royotia aufbrechen werden, werde ich auch mal bei Jürgen vorbeischauen, obwohl ich glaube, das bringt noch gar nichts. Nee, weil Jürgen wollte ja oder brauchte ja drei Teile, ne? Nee, ich glaube, den Umweg nach Balterossa können wir uns sparen. Okay, ich hatte jetzt gerade gehofft, dass vielleicht der gute Roberto, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, jetzt hier vielleicht zur Verfügung steht. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Das heißt, ich begebe mich direkt auf den Weg nach Royotia. Zurück zu dem Punkt, wo wir das Ganze gestartet haben. Oh, der vierte Weg, eine unterirdische Höhle, die seit den Tagen des Imperators erhalten geblieben ist. Sie besitzt Eingänge in jeder Region, obschon niemand weiß, warum dies so ist. Ich glaube, die Beschreibung ist ziemlich identisch mit dem fünften Weg, den wir ja auch schon aufgefunden haben. Genau, südlich von Royotia. Da müsste ich mir auch mal genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob uns dort überhaupt irgendwann mal irgendeine Nebenquest hinlotsen wird. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo wir die besagte Person treffen, von der Pagus uns erzählt hat. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir ihn auch hier in der Kneipe antreffen werden, im Feuerstein sozusagen. Und, ja, da steht ein Xiti, der könnte es sein. Ach so, ich dachte gerade, wir haben jetzt schon wieder eine neue Nebenquest, aber der wird uns wieder nur zum Priam schicken.